Hi, ich glaube, das Huhn möchte auch mal was sagen. Das heißt übersetzt, jetzt kommt ein Osterlied, also ein Lied zur Osterzeit. Das heißt, das Huhn, das hat zu Ostern viel zu tun. Und das geht so. Der Osterhase drängelt schon seit Tagen. Er mag schon gar nicht mehr nach Eiern fragen. Er muss die Eier alle noch bemalen. Denn die Kinder lieben bunte Eierschalen. Das Huhn, das hat zu Ostern viel zu tun. Zu Ostern hat es keine Zeit, sich auszuruhen. Denn der Osterhase kommt Tag aus Tag ein und braucht Ostereier für die Kinderlein. Das Huhn, das sitzt im Stall auf einer Stange und gackert, frisst und glotzt, da wird ein Bange. Und ab und zu, da setzt es sich in Stroh. Da legt es dann ein Ei und schaut ganz hoch. Das Huhn, das hat zu Ostern viel zu tun. Zu Ostern hat es keine Zeit, sich auszuruhen. Denn der Osterhase kommt Tag aus Tag ein und braucht Ostereier für die Kinderlein. Der Osterhase holt die Eier ab, ja, und freut sich, dass das alles so gut klappt. Die bunten Eier kommen in den Korb und dann rast der Hase schnell von Ort zu Ort. Er versteckt die Ostereier dann im Garten, denn die Kinder können kaum noch warten. Sie stürmen los, die Ostereier suchen und die Eltern essen einen Osterkuchen. Oh, das Huhn, das hat zu Ostern viel zu tun. Zu Ostern hat es keine Zeit, sich auszuruhen. Denn der Osterhase kommt Tag auf Tag ein und braucht Ostereier für die Kinderlein. Denn der Osterhase kommt Tag auf Tag ein und braucht Ostereier für die Kinderlein. Park, 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 park.